Liebe Zuschauer, fast 50% in 3 Monaten. So stark ist der Brent-Preis gestiegen. Wer diese Rallye verpasst hat, hat möglicherweise auf dem Zertifikatemarkt noch eine Chance, einen Teil der Rendite nachzuholen. Ob das klappt, wie das klappen kann, wie die Marktprognosen für Brent sind, das alles besprechen wir mit Anusch Wilhelms von der Commerzbank. Schönen guten Tag, Herr Wilhelms. Hallo, Frau Erhardt. Ja, fast 50% in 3 Monaten bei Brent. Wer hätte das noch zu Jahresbeginn gedacht? Aber jetzt kommt's. Am Sonntag ist das Treffen der Ölproduzenten. Die wollen eigentlich die Produktionsmenge auf dem Stand von Januar, Februar einfrieren, sind aber so zerstritten, dass der Markt nun wohl doch davon ausgeht, dass das nicht passieren wird. Nimmt der Markt angesichts der Ölpreisentwicklung aktuell das Votum jetzt schon mit seiner Marktbewegung vorweg? Ja, also was wir sehen auf jeden Fall, dass der Ölpreis, wenn wir uns die Terminkurve angucken, in der Zukunft nicht stark höher ist als jetzt aktuell. Also wir hatten da teilweise in der jüngeren Vergangenheit stärkere Verwerfungen, aber der Ölpreis im Dezember wird beispielsweise nur rund $1 über dem aktuellen Ölpreis gehandelt. Das heißt also, hier ist tatsächlich nicht so, dass der Markt jetzt eine enorme Steigerung in den nächsten Monaten erwartet. Okay, dann schauen wir mal auf den Chart aktuell. Ein Plus von fast 50% in den letzten 3 Monaten. Nun ist es aber gar nicht so einfach, Öl zu handeln. Und wir haben uns schon mehrfach darauf geeinigt, mit den Futures, das ist schwierig, mit den Rollverlusten oder Gewinnen, das ist auch schwierig. Und haben uns relativ früh auf Zertifikate geeinigt. Das ist aber auch nicht so ganz einfach. Welche Möglichkeiten gibt es für den Anleger, in Öl und Zertifikate zu investieren, möglichst mit Rendite? Also warum ist das so schwierig? Vielleicht noch einen Satz dazu. Ja, weil man das Öl einfach nicht so kaufen kann wie eine Aktie, die hier an der Börse gehandelt wird, sondern Öl. Wenn man wirklich an dem reinen Ölpreis partizipieren möchte, dann müsste man sich tatsächlich Öl in den Garten legen oder irgendwie einen Tanker mieten und den auf See rumschippern lassen, bis dann sozusagen der Ölpreis wieder gestiegen ist. Muss man schon relativ viel Öl dann auf den Tanker packen. Das viel Öl. Und das Zweite ist, genau, man hat enorme Kosten und das lohnt sich in der Regel nicht so wirklich. Deswegen sind die Rohstoffmärkte etwas anders anzuschauen als jetzt die Aktienmärkte. Da gibt es gewisse Saisonalitäten, Besonderheiten, die Lagerung etc. Das haben wir ja gerade so ein bisschen angesprochen. Deswegen ist das da aus Finanzinvestor-Gesichtspunkten immer ein bisschen anders. Aber was man grundsätzlich sagen kann, hier haben wir natürlich auch schön den Tiefpunkt erwischt, den ungefähren vom Ölpreis. Klare Tendenz ist, es geht nach oben wieder. Es ist jetzt so, dass wir im Verglichen mit den Kursen von vor 1,5 Jahren noch über 50% im Minus sind. Aber jetzt kurzfristig gab es auf jeden Fall eine Stabilisierung, deutlich über die 40-Dollar-Marke. Also dementsprechend gibt es da der Front erstmal eine Warnung. Was im Zuge der allgemeinen Rohstoff-Rallye ja ein gutes Zeichen ist. Gut, jetzt sind aber natürlich die Anleger vielleicht verärgert, die bei 28 Dollar da vielleicht nicht eingestiegen sind, sei es mit Fässchen und Tankern oder eben mit Zertifikaten, wie auch immer. Welche Möglichkeiten gibt es jetzt? Sie sagen, man kann Rendite mit Zertifikaten auch noch auf diesem Niveau generieren. Unter welchen Voraussetzungen? Ja, also was da natürlich als erstes einfällt, sind Discount-Zertifikate. Das sind die beliebtesten Anlagezertifikate in Deutschland unter selbstentscheidenden Privatanlegern. Allein im ersten Quartal 2016 wurden für über 2 Milliarden Euro an der Börse Stuttgart und auch hier in Frankfurt Zertifikate, Discount-Zertifikate gehandelt. Und warum die so attraktiv sind, können wir uns vielleicht mal kurz in der Grafik anschauen. Und die gibt es eben auch auf Öl, deswegen kommen wir da gleich nochmal konkreter drauf zu sprechen. Aber zunächst einmal das ein bisschen Erklärung, das sind Discount-Zertifikate, wo man hier sieht einmal die Rendite, das geht hier von 0 bis 12%, und den Discount, also das, was man weniger bezahlt als aktuell für den Basiswert selbst, das geht von 0 bis 40%. Und was wir hier sehen, die orangenen Punkte, und das ist unser Thema, das sind die Öl-Discount-Zertifikate. Wenn wir uns die gelben Punkte hier anschauen, das sind Discount-Zertifikate auf dem DAX. Also da ist das Verhältnis zwischen Discount und Rendite in Anführungsstrichen schlechter als bei Öl zurzeit. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass der DAX ein anderer Basiswert ist als Öl. Es ist ein breit gemischter Index, der ist natürlich etwas sicherer. Deswegen sind die Renditen und das dazwischen, Risiko anders gestreut. Genau, und das dazwischen sind Discount-Zertifikate auf Einzelaktien, beispielsweise Daimler, GEA Group oder Apple. Und so kann man ungefähr hier 3 Renditegruppen sehen. Die erste, die so ungefähr bei 3%, die zweite ungefähr bei 5% und die dritte ungefähr bei 9 bis 10%. Und wenn man sich da halt anschaut, was man zurzeit mit Öl machen kann, wenn man Discount-Zertifikate einsetzt, dann sieht man, dass man, wenn man die Rendite entsprechend wählt, hier die größten Discounts bekommt. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass der Ölpreis so stark gefallen ist. Dadurch ist die Volatilität stark angestiegen. Und deswegen gibt es da jetzt durchaus attraktive Konditionen. Muss man aber sagen, wenn man nur hier schaut, 3% Rendite bei, naja, 35, knapp 40% Discount, ja, da ist der Sicherheitspuffer relativ groß. Wenn man aber eine höhere Renditeerwartung hat, wie zum Beispiel hier, dann sieht man auch,
da ist der Sicherheitspuffer, der Discount schon deutlich geringer ausgefallen. Genau, also was man hier sieht, ist, na klar, wenn man mehr Rendite möchte, muss man irgendwo mehr Risiko gehen, und das heißt dann, der Discount wird geringer. Was heißt denn überhaupt Discount? Discount ist genau das Level, was ich abarbeiten kann, wie stark der Basiswert fallen kann, bis ich plus minus null bin mit meinem Investment. Das heißt, ich vergleiche den Preis des Zertifikats mit dem Preis des Basiswerts und komme dann eben auf diesen Discount. Und da kann es durchaus interessant sein, dann in Discount-Zertifikate zu investieren und sich vielleicht auch nochmal genauer den Öl-Discount-Zertifikate anzuschauen, weil die durchaus zurzeit ein interessantes Profil aufweisen. Das machen wir auch mal. Sie haben eins mitgebracht mit einem recht interessanten Profil. Knapp 10% Rendite pro Jahr. Unter welchen Voraussetzungen? Ja, die Voraussetzung ist, dass der Cap liegt hier bei 39 Dollar und die Laufzeit endet im April 2016. Ziel ist also, dass der Ölpreis im April 2016 oberhalb von 39 Dollar steht. Und das müsste dann der Mai- oder Juni-Future sein vom Ölpreis. Also dementsprechend, den muss man anschauen. Der ist nämlich schon jetzt teurer als der aktuelle Ölpreis, den man so in den Medien sieht. Da muss man also ein bisschen den Unterschied machen. Das Gute ist, hier wechselt der Ölpreis-Future nicht mehr. Das heißt, hier gibt es keine Rollen oder Ähnliches. Es ist immer der gleiche Future. Dadurch habe ich hier also auch Kalkulationssicherheit. Zusätzlich ist das Zertifikat auch noch währungsgesichert. Ich habe keinen Unterschied zwischen Euro und US-Dollar Wechselkurs. Und am Ende ist es tatsächlich so, ich habe gut 9,5% Rendite aufs Jahr hochgerechnet beim Discount von 22%. Heißt aber auch, wenn der Ölpreis wieder zurückkommt und bei 30 Dollar steht, habe ich hier pro Zertifikat 9 Dollar, also 9 Euro Verlust. Das heißt also, auch mit dem Zertifikat kann ich dann deutliche Verluste erleiden, beziehungsweise beim Zertifikat sind die Verluste etwas niedriger, weil ich heute weniger dafür bezahle. Also ich muss trotz aller positiven Signale vorsichtig sein bei solchem Investment, weil wenn es tatsächlich gegen meine Erwartung läuft, kann ich hier natürlich auch herbe Verluste erleiden. Meine Gewinne sind grundsätzlich begrenzt eben auf die 9,5%. Aber wer sagt, ich glaube daran ungefähr und möchte das mit einem Discount-Zertifikat umsetzen, der kann sich da mal umschauen. Und natürlich sind Zertifikate Inhaberschuldverschreibungen, das heißt, da muss der Anleger am Ende auch die Bonität des Emittenten berücksichtigen. Okay, also bei 22% minus beginnt die Verlustzone, aber es gibt die Chance auf gut 9% Rendite. Oh ja, vielen Dank, Herr Wilhelms. Gerne. Liebe Zuschauer, wer die Ölpreis-Rallye verpasst hat in den letzten Monaten, kann immer noch mit Zertifikaten vergleichsweise günstig und auch mit Renditeerwartung in den Markt einsteigen. Rendite ohne Risiko gibt es freilich nicht, aber mit Discount-Zertifikaten, also mit einem Abschlag zum Basiswert, kann man zum Beispiel in Brent investieren. Wir fassen WKNs und Daten zu diesem aktuellen Zertifikat gerne nochmal für Sie zusammen und ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal auch wieder mit dabei sind.